verraten. Es gäbe so viele Möglichkeiten, die Immobilie gewinnbringender anzulegen. Ach ja? Natürlich. Ich würde Ihnen zum Beispiel raten, die Wohnung als Ferienwohnung bei Airbnb anzubieten. Sie sind praktischerweise sehr zentral hier in der Altstadt und von dem Balkon hier oben hat man eine wunderbare Aussicht auf die Altstadt. Ich bin mir sicher, die Nachfrage wird sehr hoch sein. Das stimmt wahrscheinlich, aber für die Nutzung der Wohnung als Ferienwohnung bedarf es meines Wissens nach einer Genehmigung. Sonst wäre das doch eine Zweckentfremdung. Ich habe gehört, dass es mit bis zu 500.000 Euro Bußgeld bestraft werden kann. Ach, darum müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. In Regensburg wird das sehr, sehr locker gehandhabt. Es gibt zwar seit Sommer 2019 eine Zweckentfremdungssatzung, die genau das verhindern soll, aber die ist ja wirklich ein absoluter Witz. Was denken Sie eigentlich, wie viele Wohnungen seit der Zeit wieder zurückgeführt wurden in den Wohnungsmarkt oder wie viele Bußgelder verhängt wurden? Das müssten ja wirklich eine Menge gewesen sein. In Regensburg gibt es schließlich echt viele leerstehende Gebäude. Und Ferienwohnungen gibt es ja auch sehr viele, vor allem in der Altstadt. Ach Quatsch, für die meisten Eigentümer hatten die neuen Beschlüsse keinerlei Konsequenzen. Ein Jahr danach wurde nicht ein einziges Bußgeld verhängt. Also meiner Meinung nach genau richtig. Man kann ja uns Eigentümern schwer vorschreiben, was wir zu tun oder zu lassen haben mit unserem Eigentum. Das ist ja immerhin ein freies Land. Und ja, eine Ferienwohnung zu betreiben ist auch ein sehr hoher Aufwand. Und man kann dann doch wirklich nicht verlangen, dass wir uns auch noch darum kümmern sollen. Mit diesem nervigen Papierkram, wie zum Beispiel eine Anmeldung. Naja, aber es gibt ja sogar einen Artikel im Grundgesetz, der besagt, dass Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen soll. Also mit dem Grundgesetz muss man das wirklich nicht so genau nehmen. Gut, dass der Artikel den Zuständigen der Zweckentfremdungssatzung genauso fremd zu sein scheint. Was glauben Sie? Es wurden nachträglich sogar 42 illegale Wohnungen nachträglich legalisiert wegen Bestandsschutz. Okay, aber ist es nicht wichtig, dass in der Stadt bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, damit die Leute, die zum Beispiel in der Innenstadt arbeiten, nicht erst einen stundenlangen Arbeitsweg auf sich nehmen müssen? Also ich bitte Sie, ein Vermieter ist doch kein Wohlstandsverein. Wer die Miete nicht zahlen kann, muss, obwohl oder übel, einen längeren Arbeitsweg auf sich nehmen, steht aber wohl wirklich jedem frei, sich einen besseren Job zu suchen, bei dem er mehr verdient. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, die Wohnung zu nutzen? Naja, Sie können die Wohnung natürlich auch verkaufen. Falls Sie sich für diese Option entscheiden, würde ich Ihnen raten, die Wohnung für mehrere Jahre leer stehen zu lassen, um den Wert zu steigern. Und das lohnt sich? Ja, das Geschäft mit Grund und Boden boomt. Wir haben seit Jahren schon niedrige Zinsen auf Ersparnisse. Und da fragen sich manche natürlich, wohin mit all meinem Geld? Kunstgegenstände, Aktien, Edelmetalle und natürlich Immobilien sind die Wertanlagen unserer Zeit. In Ballungsräumen ist eine jährliche Preissteigerung von 10% möglich. Wow, das ist ja ganz schön viel. Wunderbar, nicht wahr? Es sind wirklich goldene Zeiten für das Immobiliengeschäft. Und durch die hohe Nachfrage und den knappen Baugrund treibt das die Preise noch zusätzlich in die Höhe. Aber weil ich das von vorhin noch nicht ganz verstanden habe, leer stehen lassen, bei der hohen Nachfrage, ist das nicht unethisch? Unethisch? Ich bitte Sie, unethisch wäre es, Sie nicht leer stehen zu lassen. Sie haben ja recht, Eigentum verpflichtet und zwar zu hohen Renditen. Stellen Sie sich doch mal vor, Ihre Zukunft, Ihre Altersvorsorge, wollen Sie mit 70 Jahren noch Flaschen sammeln gehen? Nein, das kann doch wirklich niemand wollen. Und Sie können aktiv zu Ihrer Rente beitragen, indem Sie den Wohnraum noch zusätzlich künstlich verknappen. Das lässt die Preise noch weiter in die Höhe steigen. Aber ist das nicht Spekulation? Spekulation ist ein unschönes Wort. Wir sind doch nicht im Casino. Wir sind in der sozialen Marktwirtschaft. Sie betreiben kapitalgedeckte Altersvorsorge über Ihr Eigentum. Freuen Sie sich schon mal auf eine sonnige Zukunft als eine von Deutschlands nächsten Millionärinnen. Das ist ja toll, aber an wen kann ich denn dann verkaufen? Ja, vielleicht an einen Immobilienkonzern. Da gibt es ja einige hier in Deutschland und sogar hier in Regensburg. Zum Beispiel den Marktführer Bonovia, das Immobilienzentrum Regensburg oder das Bauteam Pretzel. Ja, sollten Sie über letztere beide
irgendwas über Korruption, die CSU, Wohlbergs und die SPD gehört haben, glauben Sie das nicht, das ist nur linksradikale Propaganda. Aha. Und wie wird dann dort mit der Immobilie weiter verfahren? Vielleicht könnten Sie mir das typische Vorgehen eines Immobilienkonzerns mal ein wenig erläutern. Schließlich muss ich ja wissen, dann will ich mein Eigentum verkaufen. Ja, sehr gerne. Natürlich steht an erster Stelle immer die gewinnbringendste Nutzung Ihrer Immobilie. Das heißt? Na, das versucht wird, so viel Geld wie möglich aus der Immobilie herauszuholen. Immerhin müssen die hart arbeitenden Vorstände in den Konzernen ja auch von etwas leben und das Geld wechseln nicht auf Bäumen. Interessant. Und was heißt das dann genau? Naja, also in manchen Fällen lohnt es sich natürlich nicht, die Wohnung zu vermieten. Wir haben ja vorhin schon über Leerstand gesprochen.